Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu einer neuen Episode von Jutke Dizzy. Heute für Sie auch mal ein bisschen komfortabler, denn es wird nicht einfach nur irgendwo ein Cut gemacht, weil wir das im Stream hier quasi jedes Mal aufnehmen. Nein, heute werden Sie auch mal persönlich begrüßt von mir. Die Jury ist auch da, Sie sehen es. Wir nehmen heute zu einer unkonventionellen Zeit auf. Das heißt, die ganzen aggressiven Jurymitglieder sind noch auf Arbeit und davon profitieren wir heute. Ha! Und ich sag Ihnen eins, heute, oh no, wird's wieder sehr interessant für Sie da draußen, denn wir haben ein Potpourri an wunderschönen Fällen für Sie vorbereitet. Und ob Sie es nun glauben oder nicht, Sie kennen es ja, meine gewisse Abneigung für Monster, also keine Abneigung, nein, das ist das falsche Wort. Ich weiß ja ganz genau, wie es in Monster aussieht. Und heute gibt es auch für Sie gleich im ersten Fall Monster auf die Augen. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, was im wunderschönen italienischen Monster passieren wird. Und vor allen Dingen, wo es passieren wird. Ich lese schon den Einruf, Turn 1 Massencrash. Wir werden es rausfinden, ob es Turn 1 Massencrash wird. Schauen wir doch mal rein. Turn 1 war schon mal gar nicht so verkehrt. Wir haben keinen Ton. Das ist okay. Ja, hier stellt sich jetzt die Frage, was ist da nun passiert? Was ist hier nun passiert? Es ist sogar am Ende zwischen nicht nur zwei Parteien passiert, es ist sogar aus der dritten Reihe ist es gekommen. Wenn wir uns das jetzt hier nochmal genauer anschauen, es kam aus der dritten Reihe. Da hat jemand sich ein bisschen verschätzt. Ich möchte extra nochmal dazu sagen, wir sind hier in den Rotplaketten unterwegs, das heißt Rookies. Ich denke, wir sollten hier die Fälle nicht so arg und so hart bewerten. Also nicht von der Strafe her, sondern das Ding auseinander zu pflücken wäre halt Quatsch mit Soße, weil die Leute haben noch nicht so viel Erfahrung. Aber wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, mache ja immer so zwischendurch meine Witzchen, ne? Also wer noch später als das 100-Meter-Schild bremst, der hat eigentlich schon verloren. Und eigentlich sollte man ja so zwischen 100 und 150 auf die Bremse gehen, sagt man sich ja so. Also wenn man richtig Spaß hat, kann man schon... Also hier ist so der, sagt man sich, der reguläre Bremspunkt. Hier wird nur halb gebremst. Dann wird auch mal gar nicht gebremst und ab dem 100-Meter-Schild wird erst richtig reingedrückt. An der Stelle, kleiner Ratschlag von mir, Bremspunkte ändern sich nicht von Mal zu Mal, die sind immer ident. Die ändern sich nur, wenn man jemanden hinterherfährt, dann müssen sie früher sein, weil man schneller ist durch den Windschatten. An der Stelle sollte man das nicht vergessen. Wie gesagt, das, was hier passiert, ist nicht weiter wild. Der McLaren war sehr schlau, muss man dazu sagen. Wobei, ich glaube, auch der McLaren hat sich verbremst. Der hat es noch hingekriegt, aber der Porsche wurde dann einfach ins kalte Wasser geschmissen. Aber hier an der Stelle müssen wir eine Strafe aussprechen. Das ist natürlich eine Kollision. Und diese Kollision schmeckt natürlich nicht. Es ist causing a collision. Und das Ganze werden wir auch gleich mal zu den Akten geben. Und dafür gibt es 0,6 Safety Rating abgezogen. Und da gibt es noch einen Penalty Points und auch noch eine 10 Sekunden Strafe, die am Ende vom Endergebnis nochmal draufgerechnet wird. Also schießen wir ab den Flummi. Was haben wir denn im nächsten Fall? Ich spüre, ich kann es schon spüren. Meine Damen und Herren, Südafrika. Südafrika ist ja, kommt ja fast an Monster ran. Wir haben dort Momente in Südafrika, die sehr ähnlich sind zu Monster, nur dass wir auf einem anderen Kontinent unterwegs sind. Ich höre schon die Zurufe von draußen. Ich höre schon wieder Turn 1. Aber weit gefehlt, meine Damen und Herren. Es ist was ganz anderes und ich bin sehr gespannt, ob Ihnen das auffällt, was es denn nun wirklich ist. Ein schwarzes Bild. Ich muss noch mal ganz kurz auf Nummer sicher gehen, weil
Ja, ich habe, ja, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Hier gab es nämlich eine Kleinigkeit, die dürfen sie gar nicht sehen. Die sind für ihre Augen gar nicht bestimmt. Aber mal gucken, ob es ihnen auffällt. Ich lasse das mal kurz laufen. Nehmen wir das Ganze mal kurz auf. Laut Regelwerk ist es nicht erlaubt, über diese weiße Linie zu fahren. Das ist laut Regelwerk nicht erlaubt. Und dafür kann man auch bestraft werden. Diese Linie ist nicht optional. Also, die ist nicht optional wie gelbe Flaggen. Okay? Und wenn jemand ganz schlechte Laune hat, so wie der Ferrari, und das zu den Akten legt und das wegschickt, dann gibt es einen auf den Deckel. Das Schöne ist, wenn man sich das jetzt hier mal ansieht, ich glaube... Also ich versuche das Szenario in meinem Kopf irgendwie zu rekonstruieren. Da sitzt halt jemand in seinem Rennsitz und es schellt das Telefon. Er guckt auf sein Telefon. Er kriegt eine Nachricht und er kriegt Pussybilder. Und zwar von Katzen, meine Damen und Herren. Nicht das, was Sie schon wieder gedacht haben. Und er guckt sich die Katzenbilder an, vergisst den Tempomat rauszunehmen. Den Pitlimiter, nicht Tempomat, den Pitlimiter rauszunehmen und fährt auch einfach schnurstracks geradeaus. Hier kommt es zu dem Moment, oh, ich krieg gerade ein Katzenbild. Mann, ist das eine schöne Katze. Ui, ist das eine schöne Katze. Keine Hände am Lenkrad, sieht man auch. Straight geradeaus gefahren, da wird nicht gelenkt, gar nichts. Und dann ist so, okay, ich schließe mein Handy, mache WhatsApp zu, jetzt können wir loslegen. Kann ich Ihnen übrigens da draußen nicht empfehlen. Sollte man nicht machen, steht im Regelwerk drin. Aber, und jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Aber, dafür wird es keine exorbitant hohe Strafe geben, sondern ist es am Ende nur eine Warning. Also da wird darauf hingewiesen, hey, du, sei bitte so freundlich und achte auf die Linie. Falls das nochmal kommt, dann gibt es einen auf den Deckel. Und so schießen wir den Flummi ab. Die Anklage, wo ich das gerade lese, ist sehr kleinlich. Das ist absolut korrekt. Wir dürfen aber immer nicht vergessen, das geht nicht immer so glimpflich aus. Also manchmal kann es auch sein, dass jemand auf einer übelsten Runde ist und total spitzen Exit hatte auf der, ne, auf kurz vor Startziel und dann fährt irgendjemand raus und fährt dir vors Auto. Und um sowas vorzubeugen, müssen natürlich Strafen rausgegeben werden und ich sag mal so, es ist angenehmer, eine Warning auszusprechen und Menschen darauf hinzuweisen, als es einfach nicht zu tun. Und ich sag mal so, wenn man in seiner Freizeit diese Zeit aufbringen möchte, ist das gut, denn nur dadurch wird es ja zu einem besseren Ort, wenn man sich die Zeit nimmt und das reportet. Was haben wir denn jetzt hier? Oh. Meine Damen und Herren. Hier muss ich aber ganz kurz mal reinschauen, ob das auch alles passt und hier alles abgedeckt ist. Das sollte völlig fein und in Ordnung sein, so dass wir Ihnen das zeigen können. Yes, yes, yes. Das ist übrigens ein sehr, sehr, sehr schöner... Amerika, meine Damen und Herren. Fuck yeah, America, Chat. Fuck yeah, America. Kleines Eau Rouge. Runde 1. Die Gefühle kochen hoch. Alle haben was vor. Alle haben zeitig Essen auf dem Tisch. Gucken Sie rein. Na? Ist schon jemand was aufgefallen?
Schon bei jemandem angekommen, was hier passiert ist? Also grundsätzlich muss man dazu sagen, der Porsche hat sich selber abgeschossen. Also der Porsche hat sich selber getötet. Ne? Also ich denke, da können wir uns alle einig sein. Wenn man jetzt hier beispielsweise mal reinschaut, der Porsche fährt nix. Oh, wenn ich das schon lese mit Netcode. Hier ist kein Netcode. Der schießt sich selber ab. Der fährt dem Ferrari vor das Auto. Was überhaupt übrigens an der Stelle gar nicht schlimm ist. Ne? Weil man lernt erst über die Zeit einzuschätzen, wie groß das Auto ist. Das dauert ja einen Moment, man muss sich damit vertraut machen. Also absolut gar kein Vorwurf, dass das passiert. Das hier sind Fehler, die durchaus häufiger vorkommen, da es Menschen die Länge des Autos und die Breite des Autos gar nicht einschätzen können. Und hier hat der Porsche, wollte den bestmöglichen, ja, die bestmögliche Linie haben oder das Maximalste rausholen, dass er durch die Kurve fahren kann und wollte halt noch nach links. Aber Auto ist halt doch länger als gedacht. Und dann hat er sich selber abgeschossen sozusagen und hat dann danach einen Crash verursacht. Ist aber überhaupt nicht schlimm, kann alles passieren. Ist auch kein Massencrash geworden, also es sind nicht so viele Fahrzeuge involviert. Aber eine Sache ist passiert und die ist sehr selten in ACC. Es lag ein Auto auf dem Dach, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber Vorsicht, gucken Sie auf den Lamborghini. Der Lamborghini hat einfach mal einen Flippity-Flip gemacht und dann einen schönen 50-50-Grind auf seinem Dach erledigt. Hat er sich schmecken lassen. Ist übrigens wirklich super selten, dass mal ein Auto auf dem Dach landet bei ACC. So. Ein Fall haben wir noch. Katzentier, können Sie kurz Ihren kleinen, süßen, flauschigen Hintern ein bisschen rumdrehen, dass der Jutke ein bisschen Platz hat zum Arbeiten? Und wir gehen rein in den nächsten Fall, meine Damen und Herren. Wir sind mit dem Sternkreuzer unterwegs, meine Damen und Herren. Fuck yeah, America, aber nicht in Runde 1 und auch nicht in Turn 1. Aber der ein oder andere kann sich schon mal denken, an welcher Stelle wir uns hier gerade befinden auf der Strecke. Es ist die Schikane in Watkins Glen. Oh oh. Oh oh. Huch. Was ist hier nur passiert? Tja, wenn man sich das jetzt so ansieht, was sind denn da so die Fehler? Also ich sag mal, hier sind zu gewissen Teilen ist das eine gute Mischung zwischen Sturköpfen und eigentlich war alles in Ordnung. Aber wer ist jetzt hier der eigentliche Sturkopf an der Stelle? Das ist die Frage. Im Grunde genommen muss man dazu sagen, dass der Ferrari zu gewissen Teilen die Rennlinie gefahren ist, die man fährt, wenn keiner neben einem ist. Der Mercedes, der hat schon noch ein bisschen nachgegeben, aber irgendwie auch nicht genug. Das heißt, im Grunde genommen, und das ist auch ein vollkommen legitimer Fehler, der nur durch Rennerfahrung irgendwann weggemacht wird, dass man einschätzt, was ist okay mit zwei Mann und was nicht. Und hier ist das grundsätzlich schon gar nicht so einfach, durch diese Schikane mit zwei Mann durchzufahren. Und ich sag mal so, wir haben uns jetzt hier alle nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Und dazu ist es dann zu diesem Crash gekommen. Und hier kann man halt auch sehr deutlich sehen, dass der Ferrari die Innenbahn behält und einfach straight normale Rennlinie fährt. Ne? Also er fährt nicht weiter nach außen, um den Mercedes Platz zu lassen. Der Mercedes ist schon auf der Bremse. Und er fährt halt einfach straight durch und sagt sich so, let's go. I don't care. Er hätte auch das Auto noch gefangen. Aber der Mercedes hat halt darunter gelitten. Und dann kam es zu diesem, ein flappiger Flapbird. So, an dieser Stelle hat es dann halt geknallt, weil nicht sehr viel Rücksicht genommen wurde untereinander. Und das ist am Ende
Causing a Collision. Ich kontrolliere jetzt nochmal ganz kurz zur Sicherheit, dass das auch vernünftig in die Akten geht. Der Mercedes hat auch extra nochmal angemerkt, dass der Ferrari keinen Raum gelassen hat oder ihm keinen Raum gelassen hat. Damit hat er absolut recht und das geht in die Akten mit Causing a Collision und einer Strafe von 0,6 Safety Rating, Penalty Points und 10 Sekunden Zeitstrafe. Rennunfall wäre an dieser Stelle, würde ich jetzt sagen, nach Einruf von Gerichtshelfer Det-Alex, der falsche Ansatz, weil der Mercedes ein sehr gewilltes Verhalten an den Tag gelegt hat, also auch gebremst hat und sich darauf vorbereitet hat, mit zwei Mann reinzufahren und der Ferrari hat es jetzt in dem Moment nicht getan. Wenn man das jetzt so durchwinken würde, würde man dulden, dass Leute einfach straight sagen, I don't care, ich fahre einfach geradeaus durch, normale Rennlinie. Und wir sollten ja auch gegenseitig Rücksicht nehmen auf der Strecke. Und wir sind ja nun mal, also es ist ja jetzt nicht so, als wenn der Mercedes sehr weit hinten war. Sie waren schon nebeneinander und der Ferrari war dementsprechend auch im Bilde. Und der Ferrari ist halt einfach ganz normal geradeaus durchgefahren, Rennlinie. Und hat dem Mercedes keinen wirklichen Platz eingeräumt. Demnach würde ich hier davon absehen, zu sagen, dass es ein Rennunfall ist. Falls du da draußen die nächste Folge nicht verpassen möchtest, kannst du super gerne diesen Kanal abonnieren. Und ich kann dir sagen, es wird in den nächsten Folgen noch ein absolutes Feuerwerk geben. Und mit Feuerwerk meine ich meistens, dass sehr großer gelber Schein ausgefüllt wird. Also bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski, ciao Kakao, haust rein.